die Schminke von Miri geholt habe, hat sich herausgestellt, wir haben gar kein Blau. Da dachte ich so, ja scheiße, wie soll ich mich denn jetzt als Meerjungfisch schminken, wenn wir kein Blau haben? Also bin ich jetzt ein kleiner Hepatitis-Fisch. Bisschen viel Gelb, bisschen viel Orange, aber insgesamt doch ganz bunt und sehr freundlich. So, wir spielen heute Fisch-Tycoon. Natürlich wusste ich das nicht, denn es scheint der Gag zu sein, dass ich nie weiß, welchen Tycoon ich kriege. Ja, das habe ich, wie gesagt, vor 10 Minuten erfahren und wir stürzen uns in dieses großartige Abenteuer. Ich sehe da, ich habe... Es sieht echt gruselig aus, wie ich aussehe. Es sieht echt sehr, sehr gruselig aus. Naja, immerhin besser als Augenringe, gell? Das ist schon super creepy gerade. Mich interessiert mal, was die Welt meint. Mittlerweile müsste der Delay ja raus sein. Der Jan-Delay. Nein, Scheiß. Und dann sehe ich eure wundervollen Meinungen zu dieser... Man hört mich leider nicht. Wie, man hört mich nicht? Das ist doch super. Schön, dass ich so lange geredet habe. Da hat man nämlich nicht genug Zeit, um zu merken. Das geht's besser. Ich bin ja auch ein Fisch. Fische reden ja auch eigentlich nicht. Also es ist nicht schlimm, wenn was ich gesagt habe, nicht ankam. Ja, ich hoffe mal, die hören mich jetzt. So, ich wollte eigentlich nur lesen, was ihr... Okay, ich habe einen Go bekommen. Sehr gut, dann schauen wir uns doch an, was ich anschaue. Regie streikt. Ja, die gute alte Regie. So, fein. Da ist mein Aquarium. So, ich könnte vielleicht, was ist das? Ich könnte directly in a tank. So. Fischeier! Und weg sind sie. Kleine Fischis! Oh, komm, wir füttern sie. Und füttern. Fischfutter ist übrigens ein richtig, richtig heftiges Allergen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber muss man immer sehr mit aufpassen. Das kann bei sehr vielen Leuten... Was zum Teufel hätte Blau geändert? Ja, googelt mal irgendwie Fisch-Make-up. Da sind alle mit Blau geschminkt. Und ich wollte auch Blau haben. Ich wollte so mir so schöne, diese was Mädchen halt so machen. So diesen blauen Wangenknochenscheiß und blauen Lidschatten und sowas. Und Schuppen. Also so Hautschuppen. Also so Fischhautschuppen. So wollte ich mir machen. Und jetzt sehe ich aus wie ein... Wie einer von den Simpsons, nur mit den Farben falsch rum. Wie so eine misslungene Simpsons-Kopie. Okay, zurück zu meinen Fischis. Spezies. Okay, keine Spezies. Ich habe noch Essen. Was ist das? Ist das ein Filter? Oh nee, das ist irgendwas anderes. Oh. Okay, es ist nicht sehr viel. Wangenknochen-Scheiß. Ja, so ist das. Ja. 2000 Leute googeln jetzt Fisch-Make-up. Ja, aber ich muss sagen, ich fand das Make-up schon ein bisschen... Oh, die sind gewachsen. Fein. Die sind schon ein bisschen unkreativ gewesen, finde ich. Die sind alle so hier Richtung Meerjungfrau gegangen und... Okay. Das ist wahrscheinlich Bundesliga-Schleichwerbung jetzt. Ja, fein. So, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, ich fand es ein bisschen eintönig, wie die sich geschminkt haben. Ich habe ein bisschen... Ich werde die jetzt einfach tot füttern. Ich habe schon ein wenig mehr erwartet. Ich dachte eher so Richtung Kinder-Make-up. Also so richtig Richtung Fabius zum Beispiel. So Fabius ist ein Fischfisch. So ein Fisch, wo man sagt, das erkennt man als Fisch, weil man es von klein auf als Fisch kennengelernt hat. So, rechts unten sieht man, meine Fischchen sind bisher gesund und sind bisher gut gefüttert. Mal sehen, was wir so kaufen können. Oh ja, fein. Algen. Ich finde Algen ganz toll. Ist das eine schöne Rotalge? Rare plant helps prevent disease on fish that are exposed to the plant. Comes fully installed. Oh, ich habe vielleicht nicht genug Geld dafür. Dafür vielleicht auch nicht. Oh, Fungus looks like a green growth on a fish. One drop every half hour until cured. Contains 3 doses. Every half hour, wie lange spielen die Leute das denn? Okay. Ick Treatment. Looks like white specks on your fish. One drop every half hour until cured contains 3 doses. Na gut, egal. Schauen wir erstmal, was meine Fischis so können. Bisher sehen sie ja gut aus. Auch dieser super geile Look. Das ist doch, ey, das ist doch, keine Ahnung. Ein GIF hat wahrscheinlich eine höhere Auflösung als diese Algen hier.
Meine Fische haben noch keinen Hunger. Was soll ich mit denen denn machen? Ich hätte gerne eine neue. Kann ich den. Oh! Kleiner Fisch! Tschüss. Was bist du für einer? Der ist auch sehr gesund. Sind alle bisher recht gesund. Ich sollte sie verkaufen. Solange sie noch gesund sind. Können die sich nicht vermehren? Wann vermehren die sich? Guck mal, von dem habe ich nur einen. Das heißt, der wird sich sowieso nicht vermehren. Ich könnte ihn auch verkaufen. Ob ich wohl viel für den krieg? Bestimmt nicht, ne? Ich glaube, ich fütter die noch ein bisschen hoch. Aber ich darf die auch nicht zu viel füttern. Die kacken sonst zu viel und dann verlandet mein Aquarium, ja. Man soll ja auch immer schön ans Glas klopfen. Immer Fische. Ich hatte tatsächlich nie Fische. Ich weiß nicht, wie es euch geht, seid ihr kleinen Fischfans? Ich hatte nie. Oh, Guppies. Guppies hatten voll viele meiner Mitschüler. Ja. Hier beschwert sich jemand über Langeweile. Ja. Es ist ungefähr so, wie wenn man ein Aquarium anstarrt. Ist ungefähr genauso spannend. Können wir so chillige Musik vielleicht einspielen? Kann ich hier chillige Musik einspielen? Kann ich. Ey, Regie. Kannst du auf mich schalten? Ja. Weil dann. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab, wenn ich hier rausgehe. Dann suchen wir uns jetzt ein bisschen GEMA-freie Musik und spielen euch zumindest mal ein bisschen Musik im Hintergrund. Dann haben wir doch alle was davon. So. Ja. Das wird super. Was wollen wir denn hören? So ein bisschen Loungiges? Wir können uns ja durchklicken. Wir fangen jetzt erstmal mit etwas Loungigem an. Dass das Spiel aber auch keinen Sound hat. Was ist das? Okay, das funktioniert ja super mit Musik nebenbei. Was ist hier los? Immerhin haben wir Musik gehabt gerade eben. Das Spiel geht zwar nicht mehr, aber wir haben Musik. Oh Mann, das sieht so gruselig aus. Es wäre echt, ich wäre gerade echt mega der After Dark Kandidat. Ich starte das Spiel mal kurz neu. Aber die Musik ist doch klasse, oder? Guck mal, mein Gesicht passt voll gut zu dem. Ah, jetzt habt ihr es nicht gesehen. Na gut, egal. Oh! Oh, das Spiel hat Autosave. Meine Fischchen sind alle wieder da. Nice. Fein. Ja, wir können wieder ins Ingame gehen. Jetzt können wir Fische beobachten und dabei Musik hören. So. Eine Runde mit Fischpool. Seid ihr alle gesund? Ey, Lady, komm her. Lass dich kurz betatschen. Schön. Sehr gut. Schade, dass Tim nicht da ist. Tim hat ja mal Lateinformation getanzt. Der könnte uns jetzt bestimmt einen richtig geilen Tanz hier hinlegen. Vielleicht schreiben wir dem mal, dass der hochkommen soll. Songname. Habe ich nicht geguckt und ich. Ich habe euch alle lieb, aber ich will nicht aus dem Spiel raus. Gerade es schützt ja sowieso wieder ab. Solange kann ich ja eure Fragen auch beantworten, während wir warten, dass die Fischchen mal endlich was tun. So. Manche haben im Gymnasium im Foyer ein riesiges Aquarium. Ja, nee, das hatten wir nicht. Hatten wir überhaupt Tiere im Gymnasium? Ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, diese Tierchenecken in Gymnasien, die sterben einfach irgendwann alle ein. Irgendwie hält sich das nicht auf Dauer. Oh, geil. Ich sehe gerade, in 4 Minuten ist Werbung. Dann kann ich mein richtig geiles Fisch-Make-up vielleicht runterwischen. Sophia, kann man machen, dass die Fische mit dem Bauch nach oben schwimmen? Ich denke schon. Ich müsste dafür einfach aufhören, sie zu füttern, nehme ich stark an. Ich möchte noch mehr Fischi-Arten haben. Magic Breeds discovered. Aber hier ist nichts. Alter, ist die Musik nicht Hammer? Diese Musik klingt wie so, wie aus Catherine so ein bisschen. Oder so Hatoful Boyfriend-Style. Axel, möchtest du dich zu mir setzen?
Ich habe in deinem Raum ein Aquarium eingerichtet. Ja, oh geil, Werbung, Herzchen. Ja, sie. Sophie hat bestimmt eine Wette verloren. Ja, ja, ja. Alles, alles gleichzeitig. Ey, aber wenn wir hier schon sind und nichts zu tun haben, kann ich euch mal was über Fischchen erzählen. Und zwar, was ich nicht wusste, was ich in meinem Studium erfahren habe, ist, Fische haben an der Seite so eine Linie. Ich würde das ja am liebsten jetzt zeigen, aber ich habe Angst, wenn ich das Spiel verlasse, stürzt wieder alles ab. Könnte ich es am anderen Notebook vielleicht aufmachen und euch hinhalten? Ja, ne? Auf jeden Fall haben die dieses Seitenlinienorgan. Das sieht einfach nur aus wie so eine Linie an der Seite vom Fisch. Bei manchen ist es mega auffällig, bei anderen halt total. Felix, möchtest du dich zu mir setzen? Keiner will sich zu mir setzen. Das liegt bestimmt nur an meinem Make-up. So, auf jeden Fall, bei manchen Fischen ist das natürlich mega auffällig, dieses Seitenlinienorgan. Bei anderen ist es eher schwer zu bemerken. Aber es ist immer da. Und ja, das ist für ganz viele. Ah, für Koordination zum Beispiel zuständig, für deren Empfinden im Wasser, soweit ich mich erinnern kann, für bei manchen oder bei allen, ich will nicht lügen, weil ich vielleicht nicht so gut aufgepasst habe, aber ihr wisst jetzt, es gibt das Seitenlinienorgan und ihr könnt lesen. Ihr könnt also zu Wikipedia gehen. So, auf jeden Fall nimmt das, glaube ich, auch elektrische Schwingungen auf. Es gibt auch so krasse Fische. Ich glaube, die haben mal ein Experiment gemacht und es ist so ein Fisch, der über dem Sediment gleitet, ziemlich knapp. Und er kann tatsächlich an der elektromagnetischen Schwingung von dem Fisch, der sich im Sediment vergraben hat, den er also jagt, die kann er aufspüren. Zumindest dachten die Forscher das. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das Experiment ausgegangen ist, ob es positiv oder negativ ausging. Das gilt es natürlich zu untersuchen. Finde ich raus. Das recherchiere ich. Am Donnerstag ist nämlich Moin Moin. Diesen kommenden Donnerstag. Da werden wir. Oh, ich hätte euch jetzt schon die Petrischalen zeigen können. Mache ich nach der Werbung. Ich bringe die mal kurz hoch. Dann könnt ihr schon mal sehen, wie weit die Petrischalen jetzt sind. Falls ihr es nicht gesehen habt, ich habe es bei mir auf Twitter hochgeladen, also bei Azikazi. Und nochmal auf meinem Instagram-Account unter Alice_Wonderlandsky. Da könnt ihr euch die Ausstriche mal oder Abstriche mal ansehen. Es ist echt erstaunlich. Sie sind relativ schnell gewachsen, obwohl ich mich nicht an die Inkubationszeit und an die 37 Grad gehalten habe. Aber welch Erfolg! Wir haben genug Keime gesammelt, um auf jeden Fall ziemlich bunte Platten zu kriegen. Das wird super. Es ist ja jetzt schon total super. Und Pilze haben wir auch. Ach, was wir nicht alles haben. Großartig. Du hast auch einen Pilz. Ja. Das ist schön. Was? Ich dachte, das wird ein Bierwitz Richtung Pilz. Und kein Genitalpilzwitz. Axel. Ist ja alles ab 16, glaube ich. Was für ein geiler Song habe ich da bitte? Wir könnten auch so eine Runde mit GEMA-freie Songs machen. Was machen meine Fische eigentlich? Sind die schon hungrig? Ey, komm her. Nee, die sind immer noch einfach am nix tun. Los, fress und werd fett. Komm her. Schön fetti, fetti. Können die überfetten? Können diese Fische überfetten? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist bestimmt möglich. So. Mit diesem wundervollen Track begeben wir uns gleich in die Werbepause zurück. Und wenn wir aus der Pause zurück sind, habe ich hier meine wundervollen Agarplatten und hoffentlich weniger Schminke im Gesicht, sodass man... Wer kam auf die Idee, dass ich mich so schminke? Wenn ich nicht wüsste, dass ich das war, ich weiß nicht. Es sieht einfach... Ich sehe das da oben auf dem Bildschirm und... Oh, oder ich male mir so... Dann bin ich die Katze am Aquarium. Vielleicht spare ich mir das Abschminken und male mir einfach nur Schnurrhaare. Lasst euch überraschen. Bis gleich.